Lass raten, wir wachen wieder in diesem Bett auf. AM. Relaxation Room. Wir sind in einem anderen Raum. Sweet D diesmal. Okay. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Musik an. Musik aus. Musik an. Musik aus. Musik an. Musik immer noch an. Jetzt sind die Feuermelder braun. Abwärts. Ob ich das so groß machen kann wie hier den Raum. Jetzt gib nicht um. Ich sollte es ein bisschen kleiner machen. Okay, das war der Hinterausgang von dem Haus, richtig?
Nein. Okay, ich muss es etwas größer machen. Dass ich da oben durch die Tür durchkomme. Nächste Tür. Dickes rotes Kabel für so einen kleinen Fernseher. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Das wird wieder creepy, oder? Ventilator. Okay, ich konnte das Fenster da abmachen. Anders keins? Nein, ne?
mal, ob wir da durchkommen, wenn es groß genug ist. Okay. Jetzt sind wir in dem Fenster. Also hinter dem Fenster. Feuermelder. Das sieht jetzt gerade aus wie Schwimmbad. Ein großes Schwimmbad. Okay, durch Zeug können wir nicht aufheben. Da ist wieder ein Sprachmemo von Dr. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Das sieht irgendwie jetzt wieder gen... Okay. Da geht's weiter. Hier sind auch mehr von diesen Lockern. Sind wir im Swimmingpool. Da ist wieder etwas in der Burg drin. Lassen wir die mal etwas größer werden. Etwas viel größer. Naja, okay, nicht so groß. Kann man da jetzt rein? Nein. Muss ich vielleicht noch etwas höher gehen? Bestimmt irgendwie da hoch. Da muss ich die Burg nehmen, um hochzukommen. Dann einmal richtig rumdrehen. Größer machen. Ups. Da vielleicht den Turm hoch? Nein. Aber hier komme ich jetzt hoch.
Jetzt sind wir noch kleiner wie vorher. Ich weiß nicht, ob wir da noch mal rein sollten. Wir brauchen ewig, um hier runterzufallen. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Jetzt sind wir noch kleiner. Und es geht alles noch langsamer.